Uiuiuiui. Start endlich. Spiel, starte. Komm. Komm. Ja, voll. Ja. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Jurassic World, der Game. Ja, wir haben das Dinosaurus-Paket, trotz des Bugs. Oh mein Gott, bin ich froh. Oh mein Gott. Ich habe so viel gesuchtet. Okay. Dinosaurus. Geil. Oh mein Gott, ich musste so viel suchten, damit ich das Scheißpaket noch bekommen habe wegen diesem Drecksbug, aber wir haben es verdammt nochmal gewonnen. Wir haben es gewonnen. Und was bedeutet das? Genau, heute leveln wir den Dinosaurus auf und ich interessiere mich schon für die Stats, wirklich. Nein, die Blutokus du nicht. Ich wollte hier mal kurz das Futter weitermachen. Erstmal schauen, wo wir ihn platzieren werden. Wo ist denn noch Platz? Hier sind die ganzen Pflanzenfresser. Ich würde sagen, wir machen hier einfach die Reihe weiter, wo ich hier begonnen habe. Mit dem, wie heißt denn der nochmal? Giganocephalo, bla bla bla. Dinocyrus. Ausbrüten. 5 Tage, 1400. Oh Gott, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das mehr oder weniger ist als die anderen Fleischfresser. Auf jeden Fall hole ich ihn mir erstmal. Und? Es war mir schon klar, so die Animation vom Terrazino hat, aber er sieht echt cool aus. Ja, und wie ich es mir gedacht habe, seine Stats gehen auf den Angriff aus. Das heißt, er wird mehr Angriff als Leben. Also nicht mehr, aber er wird ziemlich viel Angriff haben als Pflanzenfresser. Untypisch. Cool. Der sieht echt cool aus, vor allem die Federn. Mega episch, mega, mega episch. Und ich würde sagen, wir cranen ihn jetzt einfach mal ab. Ja, die Animation vom Terrazino und er sieht echt cool aus. Wirklich, die Modelle. Props an Lydia, die machen die Modelle einfach genial. 5500? Hä? Richtig günstig. So sehen dann seine Stats aus. Ah, anscheinend ist der Dinocyrus nicht so gut. Schade, aber er hat viel Angriff. Für einen Pflanzenfresser jetzt. Ja, hä? Der Dinocyrus ist richtig scheiße. Was ist das denn? Der Dinocyrus ist ja richtig scheiße. Aber dafür ist er halt auch wirklich günstig. Aber Dinocyrus scheint echt nicht gerade der Oberhammer zu sein. Ich kann ihn jetzt nicht mit dem anderen Pflanzenfresser vergleichen. Aber ihr habt es doch mit dem Troodon gesehen. Troodon hatte 1000 mehr Leben und immer noch 100 mehr Angriff. Was soll denn der Müll? Das ist ja schon fast so schlimm wie der Suko, oh Gott, jetzt weiß ich selbst den Namen nicht mehr, weil er mich eh nicht interessiert. Ihr wisst schon, Sukoryptarus oder ihr wisst schon, der Flugsaurer, der so buggy ist. Weil der irgendwie schlechtere Stats hat als der Silberne. Und er ist selbst ein Legendärer, also eigentlich sollte er besser sein. Und er kostet ja auch selbst 10.000 DNS mehr. Und ist trotzdem, hat beschissenere Stats trotzdem. Also irgendwie ziemlicher Müll, aber ja gut. Hey, was ist das mit dem Dinocyrus? Ich verstehe es nicht. Wieso ist er so scheiße? Ohne Witz, ich würde es einsehen, wenn er 900 Angriff hat und dafür 100 mehr Leben als ein Drodon. Dann wäre er wahrscheinlich teurer, aber hey, trotzdem. Was soll der Müll? Jetzt kaufen wir erstmal ordentlich ein, aber trotzdem. Finde ich ein bisschen schade. Ich meine, ich habe jetzt meinen ersten gut legendären Pflanzenfresser. Und ich sehe jetzt erstmal, dass der gar nicht so gut ist, sondern echt ziemlich beschissen. Ich hoffe, dass die anderen Pflanzenfresser besser werden. Und ich hoffe, dass der Brachiosaurus kommt. Unbedingt, Mann. Die sollen den scheiß Brachiosaurus reinholen. Das wäre so episch. Und ein kleiner Fail. Ich hab's gleich. Ach, Mann. Wieso ist denn das jetzt passiert? Wieso kriege ich kein Bild? Oh, jetzt habe ich ein Bild. Ja, kleiner Fail. Das war, glaube ich, klar. Aber trotzdem geht es jetzt mal wieder weiter. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass Dinocyrus nicht so gut ist. Ganz ehrlich, ich habe ihn mir besser vorgestellt. Ich finde es ziemlich, ziemlich schade. Aber er sieht cool aus. Und hat natürlich schon im Vergleich zu anderen Legendären gute Stats. Aber im Vergleich zu dem Troodon, Megalo und so ist er beschissen. Allein schon, weil er den klassen Nachteil hat. Das kommt halt gerade nicht so in meine Birne. Ich verstehe nicht, wie das. Ja, ich verstehe das halt einfach nicht, wie das sein kann. Naja. Naja. Gut, wegen den gut legendären, wenn wir da schon beim Thema sind gerade. Ich habe letztens ein Video gesehen, da habe ich den Uteranus gesehen. Also Uteranus, das ist auch ein
gut legendärer, und zwar Fleischfresser, wie der Metriacanthosaurus. Was heißt, es kommen noch zwei gute Fleischfresser. Was auch wiederum bedeutet, dass es richtig viel legendäre Fleischfresser irgendwann geben wird. Was irgendwie klar war. Denn Fleischfresser gibt es irgendwie immer die meisten. Naja. Und auf jeden Fall hat der Uteranus richtig viel Angriff. Ich muss mal die Stats von Metriacanthe und Uteranus vergleichen, aber der Uteranus hatte mehr Angriff als ein Drodon. Aber dafür auch nur 900 Leben, glaube ich. Nein, nicht 900. Quatsch. 1000, ich glaube 200 und dafür irgendwie 1000, auch fast 200 Angriff. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall hatte er mehr Angriff als ein Drodon. Und der Metriacanthe hatte auch, soweit ich weiß, mehr Angriff als ein Drodon. Vielleicht hatte Metriacanthe sogar noch mehr als Uteranus und dafür, ich glaube, unter 1000 Leben. Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, unter 1000 Leben, das kann gar nicht sein. Halt! Halt! Halt, 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 halt! Was ich gerade mal vergleichen muss. 1264 Leben! Ist das eigentlich... Das ist doch Betrug, oder? Der hat weniger Leben als ein T-Rex. Was soll der Mist? Naja. Nee, auf jeden Fall, nee, weniger als 1000 jetzt nicht, aber ich glaube, der Metriacanthe hatte noch mehr Angriff als der Uteranus und dafür weniger... dafür halt, ja, der hatte mehr Angriff als Uteranus, der Metriacanthe hatte dafür halt weniger Leben. Irgendwas war da, bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall haben beide ziemlich viel Angriff da. Das weiß ich noch. So wie das der Metriacanthe ziemlich cool aussah, so wie der Uteranus. Denn jetzt kommen wir zu dem springenden Punkt, den ich eigentlich ansprechen wollte. Ist nämlich, ich habe ja mal gesagt, beim Ceratosaurus, ich finde es ein bisschen schade, wieso... Also ich finde es ein bisschen doof, dass er eine Spinosaurus-Animation hat. Na klar, es ist halt in Sachen Abwechslung, in der Sache Abwechslung ist es schon ein gewisser Vorteil, weil sonst hätten wir so viele Dinos mit der T-Rex-Animation. Aber Uteranus und Metriacanthe haben auch die T-Rex-Animation, was auch realistischer ist. Wieso hat es der Cerato nicht? Und jetzt kommen wir auch zum springenden Punkt, auf den ich eigentlich will. Denn Metriacanthe und Uteranus haben drei Krallen und trotzdem die T-Rex-Animation. Das hätten sie beim Allosaurus machen können, beim Giganotto, beim Cerato. Das hätten sie bei den ganzen machen können. Denn sonst haben alle Fleischfresser jetzt, zum Beispiel Giganotto, Allosaurus, haben alle zwei Krallen, weil sie halt die T-Rex-Animation haben. Obwohl sie eigentlich drei hatten in Wirklichkeit. Oder der Cerato hatte sogar vier. Also keine Ahnung. Vier Finger halt. Und er hat drei Finger und die Spino-Animation. Und ich habe halt erst gedacht, ja, Spino-Animation wahrscheinlich, weil er dann nur die drei Krallen hat. Aber nein, die können die T-Rex-Animation machen und trotzdem dem Vieh drei Krallen geben. Also wirklich, das geht. Was halt dann wiederum bedeutet, dass sie das doch auch beim Cerato machen könnten. Naja, auf jeden Fall Uteranus und Metriacanthe werden die Rex-Animation haben und trotzdem drei Krallen, was cool ist. Also ein bisschen, das macht sie ein bisschen einzigartig. Und der Uteranus ist gefedert, soweit ich weiß. Was? Also ich bin mir gar nicht mehr sicher, Mann. Ich habe das Video vorgestern gesehen, aber ich wusste nur noch, dass er viel Angriff hatte. Und er sah echt cool aus. Ich glaube, er hatte Federn. Was halt auch, weil der Uteranus, der ist ja auch dafür, also zum Beispiel auch im alten Jurassic Park Bilder hatte der als einziger Dino Federn. Denn der Uteranus war, oder wurde, war halt auch ziemlich groß und trotzdem befedert. Was halt, wo dann die Theorie, dass der Rex befedert war, auch aufgestellt wurde. Was ich auch glaube. Gut, jetzt zurück zum Deinochirus. Er sieht aus wie ein Gockel, finde ich. Oder wie so ein Truthahn. Schauen wir uns mal an auf Level 40, also maximaler Stufe. Hey, weg da. Alter, der sieht richtig geil aus. Mann, der sieht aus wie ein Truthahn. Hey, oder nein, wie ein V. Mega geil. Oh mein Gott. Der sieht mega geil aus. Wie ein V, ja, wie ein V. Schaut euch den Schwanz an. Wie ein V, ohne Witz, wie ein V. Und nee, und der Hals ist eher so wie ein Gockel. Wie so ein Gockel oder V-ähnliches Tier halt. Truthahn, V, was weiß ich, alles in einem. Richtiger V, richtiger Truthahn, wie geil. Ohne Witz, das gefällt mir gerade richtig. Das sieht richtig cool aus, aber dafür hat er nicht so gute Stats. Oh mein Gott, und wie reiht er sich so ein? Okay, er reiht sich vor dem T-Rex ein, wahrscheinlich wegen dem Angriff. Würde ich einfach mal so sagen. Aber er sieht cool aus, ohne Witz. Er sieht richtig cool aus. Richtig cool. Aber er hat weniger Leben als ein fucking Terizinosaurus. Die Leben sind echt abnormal wenig für einen gut legendären. Also ich hoffe, das ist auch wieder... ich hoffe, da kommt ein Patch. Und der kriegt dann... Der muss doch mindestens 2000 Leben haben, hallo?
Hä, das könnte mich schon wieder so aufregen. Ich meine, der kostet. Ganz klar, der kostet 1000 DNS weniger als ein Serato. Aber wenn wir die jetzt mal vergleichen, ist es es nicht wert. Das ist es einfach nicht wert. Er müsste mindestens 2000, nicht 2000, 1800 Leben dafür haben oder 1500 der Terrizino, damit er diese 1000 weniger wert ist. Aber keine 1200 bloß. Das ist, der ist für einen Rex fast One-Hit. Nee, der ist two. Hä? Was ist das für ein Dreck? Hallo? Ja, gut. Egal, aber dafür macht er halt Damage, aber er macht trotzdem kein Team of Photon Level 40 One-Hit, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Werden wir auch gleich mal testen, weil ich ihn in einem Kampf mir anschauen möchte. Aber ich würde sagen, halt, der Sucuripterus, wo ist er? Wurde immer noch nicht gepatcht. Die sind halt ein bisschen faul, die Entwickler. Ich würde sagen, wir nehmen. Was für ein Team nehmen wir? Sarko, hoffentlich kommt ein Flugsaurier. Ich will nämlich sehen, wie viel Damage der Deinochirus macht. Mit Klassenvorteil. Ja, würde ich was sagen, nehmen wir zwei Amphibien. Dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ein Flugsaurier kommt im gegnerischen Team. Ich hoffe es. Aber wie gesagt, das Design vom Deinochirus ist mal mega. Was ist das denn, Mann? Das ist genau das Gegenteil, was ich will. Jetzt haben die zwei Amphibien den Vortritt sozusagen im Kampf. Die haben den Vorteil. Jetzt brauche ich sie im Kampf. Obwohl ich den Deinochirus zeigen will. Ah, naja, egal. Machen wir kurz das Battle. Und ich werde wahrscheinlich ab nächster Folge auch wieder. Also, ich habe es ja letzte Folge begonnen, dass ich über den Spinosaurus gesprochen habe. Ich werde ab nächster Folge wahrscheinlich mir einfach irgendeinen Dino rauspicken oder über den reden. Obwohl, ich werde es euch sogar schon ankündigen, ich werde wahrscheinlich über den Quetzalcoatlus reden, weil über den weiß ich selbst nicht so viel. Das heißt, ich werde mir erstmal ein bisschen was so nachgucken im Internet und dann werde ich ein bisschen über den reden. Also, das hat auch Mart Bubble TV vorgeschlagen und ja, genau, deswegen. Ich werde es deswegen auch mal. Ich werde ein bisschen über den Quetzalcoatlus reden. Habe ich mal Bock. Und halt, wenn ich nicht weiß, über was ich spreche. Ich meine, in der Folge seht ihr es, ich reg mich jetzt schon gerade wieder auf. Ich meine, ich habe mich letztens beim Cerato auch aufgeregt. Seine Stats waren okay, aber über was ich mich aufgeregt habe, war das mit der Animation. Der sieht schon cool aus und so, aber da habe ich mich auch ein bisschen aufgeregt. Und jetzt rege ich mich einfach auf, weil der Deinochirus einfach für den Preis zu schlechte Stats hat. Weil es einfach auch so ist. Ja, und das. Ja, ich hoffe, das akzeptieren ein paar, dass ich da bisschen, ja, dass ich das ein bisschen nervig, ein bisschen doof finde. Ich save mal alle. Ich will, dass er dann noch Hyrus ihn tötet. Hallo. Wirklichkeit war der dann noch Hyrus, bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, der war richtig groß. Irgendwas war da. Der war richtig groß auf jeden Fall. Weil der hat ja auch irgendwie 2 Meter lange Arme. Oh mein Gott, ja klar. Das sieht ja auch cool aus, der zum Buckel. Ich glaube, das hat der Terizino nicht. Fast schon. Es sieht so aus. Truthahn. In ihm steckt Truthahn. V. Gockel. Okay, wohl Truthahn hat auch so einen. Ihr wisst schon, am Hals dieses kleine Bommelding. Und keine Ahnung wieso, aber ich finde. Ja, es steckt alles so in ihm. Ich finde auch ein bisschen Kamel. Mit dem Buckel. Keine Ahnung. Kamelähnlich. Und genau, was ich noch vielleicht zum Spino sagen könnte, ist nämlich, ich habe letztens das gelesen, weil es muss nicht unbedingt sein, dass er ein Segel hat. Es kann genauso gut sein, dass er da fast schon so einen Hocker hatte für Fettsammlung. Was in meinem Auge, in meinem Hirn auch plausibel klingt, wirklich. Also ich kann mir auch so vorstellen, dass er dann Höcker hatte oder sowas. Könnte sein. Ich meine, er lebt ja in der Hitze, da muss er auch irgendwie Fettreserven aufgebaut haben. So, ich nehme jetzt mal Pteranodon-Ding und dann Dino. Ich will unbedingt sehen, was er für einen Angriff hat gegen den, ja, gegen den Flugsaurier. Hallo, hallo. Hallo. Oh, nice. Nice. Jackpot. Oh Gott, ich muss unbedingt mal diesen neuen Flugsaurier, also den habe ich ja schon bereits, aber ich muss den unbedingt mal aufleveln. Wird ja glatt Zeit mal wieder für einen Livestream. Bin am Überlegen, vielleicht kommt das Wochenende? Mal gucken, mal gucken. Mal schauen. Ich will, dass er mich umbringt. Ich möchte nämlich unbedingt mit dem Deinochirus in den Kampf.
Ja, genau, was für ein Pflanzenfresser ja auch noch kommt, ist der Segnosaurus. Der hat ja auch die Animation wie der Terizino. Mal schauen, vielleicht wird der so richtig der Oberhammer. Der Burner, wieder. Der Burner. Ah, wir sind down. Ich glaube, er hat gar keine Punkte mehr übrig, aber ich setze trotzdem einen drauf. Wenn die jetzt gleich der Ding bin. Wenn wir Glück haben, ich glaube, wir machen ihn One-Hit. Halt, wechsel. Tatsache, wir machen ihn One-Hit. 1383. Es ist schon viel, aber auch wiederum nicht. Irgendwie, ich meine, er macht, hätte er noch mehr Angriff, würde ich es einsehen, dass er zu wenig Leben hat. Weil er dann fast jeden Flugsaurier One-Hit macht, aber trotzdem, das ist den Leben nicht gerechtfertigt. Ich meine, vergleichen wir es mit Drodon. Klar, Drodon kostet, ich glaube, 1500 DNS mehr. Oder sogar fast 2000 mehr. Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall schon mehr und... Ja, keine Ahnung. Ich meine, schaut euch den Rex an, wie viel Damage der macht. Naja, es ist halt, wie gesagt, entweder hätte der ein bisschen mehr Angriff oder hätte er 1500, 600 Leben, dann wäre es besser. Und er hat tatsächlich 3 Punkte auf Verteidigung gesetzt. Das gibt es doch nicht. Der scheiß Computer. Ach ja, wechsel zu deinem kleinen Flugsaurier. Ja. Dann ist der jetzt aber down. Also ich hoffe es. Bitte. Okay, er ist down, aber wir auch. Denn wir sind 2-Hit und der Gegner hat jetzt 6 Punkte. Was heißt, er wird 4 Punkte setzen. Shit. Naja, ciao Deinochirus. Tschüssi. Ja, wir sind tot. Gut, er hat nur noch 2. Ja, wir haben definitiv gewonnen, denn der ist 1-Hit. Und ich meine, wir haben 4 Punkte noch drauf. Nee, Quatsch, 5. Wir setzen noch 5 drauf und er hat diese... Was? Er hat nur... Also ja, ich meinte, oh, ein bisschen, ich meine, er ist One-Hit, er hat 2 Punkte und er hat 4 Punkte drauf, also habe ich schon richtig gesagt. Ihr wisst, was ich meine, ihr wisst alle, was ich meine. Oh, naja, insgesamt würde ich sagen, dann Hyrus, vielleicht einen kleinen Buff, aber er sieht cool aus. Das Design ist der Hammer, wirklich, er sieht richtig geil aus. Mir gefällt der mega, mega. Und ob jetzt der Aufwand, den ich für das Turnier... aufwenden musste. Ob es der jetzt wert ist, ganz ehrlich, ich würde schon ja sagen, denn es wurde mal Zeit, dass ich einen verdammten Pflanzenfresser hier in den Park bekomme. Vom Design her, top. Von den Stats her, ich glaube, ich wiederhole es jetzt schon zum 10. Mal. Bisschen mehr Leben oder mehr Angriff. Dann wäre er gerechtfertigt. Man kann ja nochmal kurz den Preis nachschauen. Wo sind denn die gut legendären? Hier sind sie. Er kostet genau 2000 DNS weniger als Drodon. Ganz klar, weil Drodon hat echt krasse Stats. So, wenn das jetzt einmal mit dem Cerato vergleichen, weil Cerato kostet 1000 mehr. Schauen wir uns das mal alles an. Ich würde sagen, Deinochirus 1500 Leben vielleicht. Dann wäre es gerechtfertigt. Aber, ich meine, 1264, viel zu wenig. Oder 1264 Leben und dafür 1100 Angriff oder sowas. Das wäre der Hammer. Dann ist es so ein Uteranus. Ich glaube, der Uteranus ist nämlich so. Ja, sowas halt. Aber mal schauen. Wir sehen ja auch bald die gut legendären. So wie Uteranus, Mitrecanto, Segnosaurus. Die alle werden ja noch kommen. Und noch einen Pflanzenfresser. Irgendwie Pachyrhinosaurus, glaube ich. Bin gerade nicht sicher. Doch Pachyrhino war es. Die kommen alle noch. Mal schauen, was die für Stats so vorweisen. Ich glaube nämlich, dass der Mitrecanto oder der Uteranus... Ich glaube, der Drodon bleibt das teuerste Tier im Moment. Weil der man muss ja immer mit der Differenz rechnen. Und da hat Drodon im Moment einfach einen der besten. Megalo finde ich zwar auch. Megalo hat eine richtig gute Differenz. Aber Drodon noch eine bessere. Deswegen glaube ich, Drodon bleibt im Moment der teuerste. Weil Mitrecanto hat halt echt wenig Leben. So wie der Uteranus auch. Aber dafür halt mehr Angriff als ein Drodon. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Und deswegen meine ich halt, Drodon bleibt erstmal der teuerste Legendäre. Gut Legendäre meine ich. Okay, also, wie gesagt, das war's für die Folge. Lasst doch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Das war ich, der Marcel. Ich hoffe, euch hat auch der Deinochirus gefallen. Schreibt es in die Kommentare, eure Meinung zum Deinochirus. Würde mich interessieren, wie immer. Und sonst werde ich wahrscheinlich in der nächsten Folge über den Quetzalcoatlus ein bisschen labern, wenn mir nichts einfällt, über was ich reden soll. Und sonst könnt ihr auch noch irgendwas schreiben, über was ich reden soll. Denn ich meine, ich würde es gerne mal so gestalten. Ich meine, Jurassic World war schon immer so ein kleines Community-Projekt, da ich immer viel aus den Kommentaren vorlese. Und ja, Teams kamen jetzt leider gar keine dran.
glaube ich, versteht man. Aber ja, genau. Wie gesagt, das war's für die Folge. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Das war der Marcel. Ciao.